Der eine oder andere hat das Wochenende vielleicht bereits genutzt, um einen Weihnachtsbaum zu kaufen. Manche haben ihn sogar schon geschmückt. An diesem Baum in einer Kirche in Bienenbüttel, aber ein kleiner Ort in Niedersachsen, hängt ganz besonderer Baumschmuck. Es sind gebastelte Sterne mit Wünschen von Menschen, denen etwas fehlt. Egal ob jung oder alt und egal, ob der Wunsch etwas Materielles ist oder ob es Dinge sind, die nicht mit Geld zu bezahlen sind. Jeder dieser Sterne ein kleiner Glücklichmacher. Denn auf ihnen stehen Wünsche von Menschen, denen etwas fehlt. Silke Nierste schreibt diese Wünsche auf. Immer wieder ist sie überrascht. Das sind ganz elementare Sachen, die für viele von uns selbstverständlich sind und über die wir gar nicht mehr so viel nachdenken. Aber für ganz viele unter uns ist es ein Luxus. Zum Beispiel das Weihnachtsessen, eine Puppe oder sich mal wieder die Haare schneiden lassen. Bürgerstiftung und Kirche kümmern sich darum, dass diese Wünsche zu Weihnachten wahr werden. Mehr als 80 Sterne sind es in diesem Jahr. Die kommen nun an den sogenannten Wunschbaum. Wer helfen will, nimmt sich einen mit und erfüllt den Wunsch, der darauf steht. Darüber freuen werden sich Menschen aus allen Altersgruppen. Wir haben hier 12-Jährige oder 7-Jährige, aber halt auch 87-Jährige. Und nicht nur Materielles, wir haben auch häufig sowas wie Plätzchen backen. Und das sind dann häufig diese Leute, die auch alleine leben. Ja. Der Clou? Schenker und Beschenkter treffen einander in der Regel nicht. Die Bürgerstiftung fungiert als Vermittler. Das sei wichtig, sagen sie, denn auf dem Land schämten sich viele Bedürftige, ihre Armut zuzugeben. Die Idee zum Wunschbaum entstand schon vor Corona. Doch währenddessen zeigte es sich, wie dringend viele Menschen auf Hilfe angewiesen sind. Und gerade jetzt, da das Ende der Pandemie wieder in die Ferne rückt, sei der Wunschbaum auch ein wichtiges Zeichen der Gemeinschaft, findet die Organisatorin. Dass wir als Dorf weiter auch in schwierigen Zeiten zusammenhalten, dass man nach links und rechts schaut und auch gemeinsam halt auch aufeinander Acht gibt, so ein bisschen. Nierste ist sich sicher, die Bienenbüttler werden schnell die Sterne von der Tanne holen, um damit den Mitmenschen eine Freude zu bereiten, denen es dieses Weihnachten nicht so gut geht.